Schön, dass ihr dabei seid. Haarausfall stoppen, was meine Schwester geholfen hat, möchte ich euch verraten. Nehmt da einen Topf, macht da die auf den Herd, halben Liter Wasser reinmachen. Braucht ihr Bockshornklee gemahlen. Wenn ihr nicht gemahlen habt, dann könnt ihr den selber malen. Ich habe hier eine Schälchen Bockshornklee gemahlen. Macht da rein. Nelken. Dann Leinsamen geschrotet. Schön rühren. Durch den Leinsamen wird die Flüssigkeit gebunden und Leinsamen hat viel Omega-3 und ist sehr gut für die Haarwurzel. Und Bockshornklee lässt die Haare schneller nachwachsen. Und Nelken wirken antibakteriell, antioxidant und dann befreien den Kopfhaut von Schuppen und Bakterien. Lassen wir das ungefähr 10 Minuten auf schwache Hitze langsam köcheln. Nach den 10 Minuten Köcheln nimmt er etwas Kartoffelstärke und rührt da nach und nach rein. Mixer nehmen, dann einmal mixen. Noch 2 Minuten langsam köcheln lassen. Und jetzt haben wir eine dicke Flüssigkeit. Dann machen wir da rein 1 Esslöffel Kokosöl. Und rühren wir das schön zusammen. Und nun, das wird doch passiert. Dann haben wir diese Flüssigkeit, macht er in ein Glas rein. Das kalt werden und danach nimmt er eine Spritze, nimmt er die Flüssigkeit rein. Und macht da das auf eure Kopfhaut. Und dann überall und dann einmassieren. Das macht er täglich am Abend. Lässt er die ganze Nacht auf euren Kopfhaut und am Frühmorgen eure Haare waschen mit lauwarmes Wasser. Und wird er sehen, nach 4 Wochen, das wird ein Wunder passieren. Passiert ein Wunder. Das hat meine Schwester geholfen. Ich hoffe, es gefällt euch und hilft euch. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Video. Alles Gute, danke, ciao.